ja, so ein bisschen spielerisch sein. Ganz unterschiedlich die Dinge kombinieren. Es gibt einfach, ja, unbegrenzte Möglichkeiten. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Denn ich darf euch jetzt meinen Baum zeigen, den ich ganz individuell gestaltet habe. Ich habe dazu Naturmaterialien mit ganz, ja, weihnachtlichen Sachen genommen, wie die Orange, selbst getrocknet. Es empfiehlt sich aber auch, Zimtstangen zu nehmen. Dann habe ich Tannenzapfen in Farbe getaucht. Da ist natürlich auch die Variation riesengroß. Wir können Gold nehmen, wir können Silber nehmen. Das duftet einfach auch total herrlich. Das finde ich ist auch ein ganz toller weihnachtlicher Aspekt. Und so wird es wirklich zu etwas ganz Eigenem und Besonderem. Hier werde ich dann einfach diese üblichen, traditionellen roten Kugeln dazu nehmen. Ich mische das dann auch noch mal mit ein bisschen Grün. Ja, so kann ich mir das gut vorstellen in der Farbkombination. Und dann fange ich jetzt einfach mal an, den Baum zu schmücken. Was super interessant ist, ist, dass der Ursprung des Weihnachtsbaums nicht ganz klar ist. Es gibt Ansätze, es gibt Legenden. Was aber dokumentiert ist, ist der erste geschmückte Weihnachtsbaum. Den gab es ungefähr um 1510 in Riga. Die großen bieten sich wunderbar an, um die hier in solche größeren Zwischenräume zu hängen. Dabei bitte dran denken, nicht zu weit nach außen, dann knicken die Äste so ab. Das wollen wir natürlich nicht. Wir hängen lieber so ein bisschen weiter nach hinten. Wenn wir natürlich jetzt hier so eine kleinere haben und möchten das aber auch noch mal so ein bisschen füllen, können wir natürlich hier auch noch mal eine zweite daneben hängen. Genau. Dann haben wir da auch direkt noch mal mehr Fülle. Wir haben natürlich auch die Ornamente. Und wisst ihr was? Es gibt einen richtig coolen Trick. Diese Küchenrolle eignet sich wunderbar. Da können wir nämlich hier so ein Ornament drüber stülpen, suchen uns eine tolle Stelle und schwupps, da hängt das gute Stück. Was sich auch wunderbar eignet, wenn wir natürlich so viel Glanz haben, egal ob bei den Kugeln oder auch bei unseren selbstgemachten Ornamenten, sieht es richtig toll aus, wenn wir die wirklich auch nah an die Lichter hängen. Das gibt diesen richtig schönen weihnachtlichen Glanz. Wunderbar eignen sich natürlich auch Girlanden oder auch die Ketten, die es auch gibt. Die kann man natürlich spiralförmig in den Baum hängen. Das betont schön die Form des Baumes. Ich selber bevorzuge es nicht, Lametta oder irgendwelche Sprays zu benutzen. Was aber richtig hübsch ist und auch einfach zu entfernen, ist Watte. Man kann Schneebälle formen, man kann aber auch sich das so ein bisschen lang zupfen. Und dann lassen wir das auch einfach schön hier an den Ästen außen. Und dann sieht es aus, als wenn es geschneit hätte. Wie ihr gesehen habt, es gibt einfach so viele Varianten, kreativ zu sein. Also macht euer Weihnachten draus. Schmückt euren Weihnachtsbaum, wie es euch am besten gefällt. Wisst ihr was, was jetzt richtig toll wäre? Wenn ich jetzt hier eine Spinne finden würde, würden die Menschen in der Ukraine glauben, dass das Glück bringt. Dieser Glaube beruht auf einer Legende, denn damals gab es eine arme Familie, in der die Spinne den Tannenbaum in der Weihnachtsnacht eingefädelt hat mit ihren Fäden und am nächsten Morgen, als die Sonne drauf fiel, verwandelten sich die Fäden zu Gold. Ich finde, es gibt so viele spannende Geschichten. Und Weihnachten bietet einfach so viele tolle Sachen. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein tolles Fest.